Aftershow-Party ist in vollem Gang und Tara und Moni sonnen sich in ihrem Erfolg. Doch die traute Zweisamkeit ist schnell dahin, denn der anhängliche Dennis taucht zu Taras Bedauern doch noch auf. Nach Mailand haben wir uns ein paar Mal geschrieben, wir haben auch telefoniert ein paar Mal und haben uns eben ausgemacht, dass wir uns in Paris treffen. Heute auch eben hier zur Fashion Show. Leider habe ich es nicht zeitig geschafft. Aber ich glaube, in Paris, der Stadt der Liebe, wird das noch was ganz Besonderes zwischen uns werden. Jetzt ist der Dennis endlich da. Ich kann ihm jetzt nicht um den Hals fallen und weil, ach Gott, wie schaut das wieder aus, voll unprofessionell. Also mich ein bisschen zurückhalten, aber ich freue mich voll. Ich freue mich komplett. Hi, Ladies. Hallo. Hi. 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 Hi, Sarah. Hallo. Er kommt her und gibt mir Bussi links und rechts. Und dann auch noch so zögerlich. Da habe ich mir schon gedacht, was ist jetzt? Aber dann im nächsten Moment war es mir schon wieder komplett egal. Er hat Glück gehabt. Hi. Darf ich euch vorstellen, Fabrice ist ein Freund von mir. Hi. Wie war's, Moni? Du hast einiges verpasst. Hallo. Ja. Du hast so was Moni. Geiles verpasst. Die Moni war so gut, so hübsch. So, ja, du, sehr Sie hübsch ist die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Sollen wir mal anstoßen? Hier mal kurz auf Französisch. Santé. Sie war nicht nur so gut wie die anderen, sie war viel besser. Sie ist einerseits nicht aufgefallen, dass sie nicht professionell war, sondern sie ist aufgefallen, weil sie viel besser war als alle anderen. Super. Sie hat so eine Ausstrahlung gehabt, und war so wie ein Engel, ist sie so drüber geschwebt wie eine Prinzessin. Geil. War echt schön. Ja, coole Frisur, muss ich auf jeden Fall sagen. Da kann ich nicht widersprechen. Und es hat voll mit dem Outfit harmoniert. Super cool. Und du hast nichts gesehen. Ja, ja, aber ich am Morgen in der Presse sehe es bestimmt. Ja, das bestimmt, weil die Moni war immer vorne mit dabei. Ich bin froh, dass der Wichser ihre Show verpasst hat. Es ist nur ein Moment zwischen mir und der Moni. Was ist das? Ist das Fake? Fake, das heißt Ups, Fake? Natürlich. Nein. Fake, naja, was sonst? Sante. Die Moni sieht heute super aus. Ich muss sagen, sie sieht echt gut aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Make-up liegt oder an ihrer Frisur. Aber, oder auch an ihrem Kleid, was nicht mehr so sehr nuttig aussieht. Also jedenfalls sieht sie sehr gut aus. Do you want to interview one of the models? She's a model. Yeah, she was a model on the show today. You want to make an interview with her? Yes, can you say your name, agency? And, ja, sag den Namen. And that name. You work for Agentur, sag irgendwas, sag Monika Untermeier. Ja, meine ohne Agentur. Du musst voll überzeugen und lächeln. Ja. One, two, three. Hello, I'm Monika Untermeier and I'm running for my own agency. And today, I'm running for the show of Christophe Guillaume. Guillaume? Yes. Okay. One, two, three. Hello, I'm Monika Ottermeier and I'm running for my own agency. In this evening, I'm running for Christophe Guillaume and I'm very... Sag, woher du kommst. Okay. I'm from Austria. Yes. So check my homepage and visit my Facebook. Ladies, wie sieht's aus? Habt ihr noch Lust, in eine Bar zu gehen? Ja, klar. Ein Getränk? Nein, nach Hause gehen wollen wir jetzt noch nicht. Schnell noch den Champagner geleert, man will ja schließlich nicht verdursten auf dem Weg ins Pariser Nachtleben. Mate, Moni, pass auf, das ist Hundescheiße. Ja, weil das stinkt. Wie wir sehen, überall. Da vorne schon sind wir. Das ist weil die L'Orgence Bar. Oh Gott, ja, keine Sorge. Nein, ich bin nicht eingestiegen. Du musst nicht da reinsteigen. Das ist nicht die Stadt der Liebe, ist die Stadt der Hundescheiße und es stinkt. Ich glaube, ich will nicht wissen, welche Viertel wir da gerade sind. Also Gucci und Chanel ist da weit entfernt. Also wir gehen jetzt in die L'Orgence Bar. So. Fabrice, was bedeutet L'Orgence auf Französisch? Die Notaufnahme. Notaufnahme? Saufen sich deine Leute ins Koma, oder was? Wahrscheinlich. Geh mir in irgendeine Bar, die heißt Notaufnahme. Das hört sich schon mal ganz schlecht an. Mischen die da so schlechte Cocktails, oder? Da kommen Leute hin wie wir. Ist das okay? Wie du oder wie wir? Wie wir. Wie du, wie ich, setzt wie du uns Fabrice, auf eine Ebene, Tara. Oder? Ist das auch so? Genau, hier vorne. Du sollst nicht immer antatschen. L'Orgence, die Notaufnahme. Ups, sorry. Also sein Arm hat er jetzt wieder um mich gelegt. Seine Chancen steigen wieder. Ja, wahrscheinlich war er vorher einfach nur aufgeregt oder so fasziniert von meiner Schönheit. Emergency. Doch Dennis Chancen fallen angesichts der Auswahl dieser recht speziellen Bar schlagartig ins Bodenlose. Hier, die Flaschen sind zerriert. Tara?
Moni. Ist das normal oder hast du das extra so bestellt? Das ist leider ganz normal. A santé! Wie soll ich das trinken? Naja, könnte ich mich erinnern, wie das war? So. So ist besser. Wow, es ist fantastisch, ein fantastisches Gefühl. Was soll ich machen? Ist das erste Mal, dass du das machst, oder hast du schon Erfahrung? Das zweite Mal. In der Notaufnahme werden die Cocktails genuckelt, nicht getrunken. Alles eine Frage des Stils. Und? Ist es euer erstes Mal, oder? Ich mag's. Ich hab Spaß gemacht. Hab ich mir nicht so gedacht, aber es war lustig. Hey, du schummelst ja eigentlich schon die ganze Zeit. Warum? Setz sofort den Gummi wieder auf. Ja, Herr Doktor, ich sag lieber ohne Gummi, weil das ist... Wer weiß, wie viele Leute das schon im Mund gehabt haben. Oder draußen. Nicht so fest! Lass meinen Nippel los! Lass los! Mein Nippel! Ja. Die beißen meine Nippel. Hallo, was schüttest du sie an? Du hast mich voll geschlagen! Ich meine, mein Nippel beißen! Die Nuckelflaschen und der Alkohol tun ihre Wirkung. Dennis kann wieder punkten und der Partychecker hat ein weiteres Schmankerl für die Damen parat. Die Toilette ist eine Überraschung. So direkt? Was? Was mit der Toilette? Er hat gesagt, es gibt Überraschungen auf der Toilette. Ich dachte, das hast du gemeint, aber hey, das war überhaupt keine Anmache. Kann ich gar nicht mal denken. Es gibt in der Toilette eine Überraschung. Eine Überraschung gibt es für mich. Ich liebe Überraschungen. Ich glaube, wenn es vom Dennis kommen. Mich irritiert zwar, dass es auf der Toilette ist, aber das ist egal. Hauptsache, es gibt irgendwas. Geschenk? Gehen wir einfach aufs Klo. Ja. Ihr könnt es auf den Malo aufpassen. Okay. Ich bin gespannt auf so eine Überraschung. Eine Blumenstraße am Häusl oder was? Super, der Ersche. Hä, hey, was ist denn das? Hä, hey, Moni, was ist das? Der Ersche. Haben sie da aufgelegt? Weil da sieht man die Eier und den ganzen behaarten Arsch. Wer sich das Klo aussagt hat, der gehört einfach geschlagen. Wer kommt auf die Idee, dass der Ersche am Klo... Ja, okay. Aber trotzdem, das braucht man nicht sehen am Klo. Ersche von irgendwelchen Leuten, von Fremden. Das ist urgrauslich. Und das ist die Überraschung, oder was? Das finde ich nicht sexy. Das ist wohl ekelhaft. Weil es echt ekelhaft, das sieht man wirklich alles. Ah. Boah, das ist echt Während die Mädels am Klo versuchen, ihre Würgereflexe im Zaum zu halten, versucht Dennis, den aufmüpfigen Marlo zu bändigen. Leider ohne Erfolg. Was sagst du den Mädels? Sehr sympathisch. Was meinst du? Finde ich auch. Urgeil. Ich will keine Überraschung. Marlo, was machst du da? Haben die gar nicht auf mich aufgepasst, die Trotteln. Oh, Baby. Ja, und wäre die Tara dein Typ oder ist die nichts für dich? Was denkst du so? Doch, weiß ich. Oder hast du eine Freundin überhaupt? Nein, ich habe jetzt keinen Freund im Moment. Mein Plan eigentlich bei der Tara war der, dass ich die Tara mit der Fabrice ein bisschen ablenken kann, ja? Dass sie vielleicht mit dem Patrice, mit Fabrice ein bisschen reden kann. Vielleicht gefällt ihr ja sogar, obwohl ich glaube nicht, dass irgendein Mann der Tara gefällt, aber bitte. Die Tara gefällt mir auch sehr. Mal sehen, was da so passiert ist. Über diese misslungene Überraschung wollen Tara und Moni keine weiteren Worte verlieren. Stattdessen machen sich die Mädels lieber über Fabrice und die Zuckerln her. Mit Wasserhahn. Jetzt schon. Ja, und jetzt frisst mir auf der Hand. Inzwischen hat Dennis schon wieder eine seiner unsäglichen Überraschungen vor. Diesmal versucht er sicherheitshalber vorher Taras Segen zu bekommen. Und zwar darf ich heute die Moni ins Hotel entführen. Was sagst du dazu? In deines? Ins Hotel entführen. Naja, im Zimmer sicher nicht. Okay, nein. Bei der Freundin habe ich eigentlich noch nie gefragt, ob ich die andere Freundin mitnehmen kann. Das maximale, das höchste der Gefühle war, dass ich halt beide gefragt habe, ob sie mitgehen wollen. Und das hat eigentlich immer gut geklappt. Hättest du vielleicht Lust, mit mir noch auf ein Getränk zu gehen? Ja, danke. Noch woanders? Ja, aber
Irgendwie finde ich seine Boccia-Theater eigentlich ganz lieb. Er probiert es ja. Er kann es einfach nicht, aber er versucht es ja wenigstens. Er ist schon süß. Ich glaube, du weißt, das würde ich eigentlich gern machen. Aber letztes Mal gab es so einen unnötigen Stress in den Garten. Ja, aber dieses Mal hat die Tara gesagt, das ist okay von ihr aus. Haben sie extra gefragt. Also wenn wir stricken gehen und so weiter, sind sie super und okay. Ja, das kann aber ich auch tun. Nicht, dass du dann denkst, dass wir dann ins Hotel fahren und das ist eine gemahlte Wiese. Perfekt. Lade ich so, super blöd? Ich gehe nur mit ihm ins Trinken sonst gar nicht. Und kommt dann ins Hotel, oder natürlich. Was? Dennis hat es geschafft, Moni aus der Bar wegzulocken und überlässt die völlig perplexe Tara seinem schüchternen Freund Fabrice. Es freut mich sehr, dass du jetzt mit mir ein bisschen da Zeit verbringst. Ja, mich auch. Das ist schön. Ja. Ich würde gerne ein paar mehr Stunden mit dir allein verbringen, aber es ist halt ein bisschen stressig gerade. Macht ja nichts, vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Hm? Was sagst du dazu? Ja. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich eigentlich auch nicht. Es ging ziemlich schnell. Ich hätte echt gedacht, dass sie Nein sagt. Hätte ich auch mitgerechnet. Oder hatte ihr was ins Glas gehabt, oder ich weiß nicht. Also hättest du mich vorher ich sofort Nein gesagt. Also ich nicht persönlich meine, aber ich bin ein braves Mädchen. So, manchmal. Ich würde es nicht so direkt machen, glaube ich, wie er. Ich würde ein bisschen mehr abwarten von der Zeit her und nicht so direkt auf die Sache zugehen. Soll ich dich nach Hause fahren, ins Hotel fahren, oder? Ja, das wäre voll lieb. Ja? In mein Hotel, oder? Das ist okay für dich, wenn du mich nur absetzt? Ja, das ist kein Problem. Ganz sicher? Ich muss auch nach Hause. Nicht so wie die zwei? Ich muss auch nach Hause. Hast du dir keine Hoffnungen jetzt? Nein. Ganz freundschaftlich? Ganz sicher. Meinst du, glaubst du ihn? Ich glaub dir. Ganz der Gentleman bringt Fabrice Tara tatsächlich nur nach Hause ins Hotel. Ich hoffe echt für die Moni, dass das alles gut läuft bei ihr gerade mit ihm. Und dass sie nicht nur deutsch zurückkommt. Gehen wir einfach schlafen, oder mal da? Die Moni wird schon kommen, wenn es fertig ist. Oder auch nicht. Kommst du, Schatz? Mal schlafen. Komm her. Hoffentlich läuft es positiv für den Moni, gell? Na komm, richtig. Kommst du? Komm. Während Tara schon lange süße Träume träumt, kommt Moni endlich auch nach Hause. Und zwar allein, ohne ihren männlichen Begleiter. Ja, also wie immer es ist, wenn ich mit Dennis allein bin, war es sehr schön. Wir haben gequatscht viel. Wir haben uns auch einmal geküsst, aber jetzt nicht das Drama, er will mich ins Bett kriegen oder sowas, was ich mir eh schon gedacht habe. Weil er will immer nur den Macho raushängen lassen, wenn die anderen da sind. Und wenn wir allein sind, ist er plötzlich ganz normal und lieb zu mir. Hey. Oh, du schlafst ja schon. Aber du hast nichts Aufregendes verpasst, also alles gut. Und er wollte mich nicht ins Bett kriegen. Wie du siehst, ist er nicht da. Wie du siehst, ist er nicht da. Er wollte mich nicht abschleppen. Ich finde es so schade, dass du nie mitkriegst, wie normal er ist, wenn ihr nicht da seid. Weil er nicht normal ist, wenn er da ist. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, warum. Was sagst du das? Nein, wir waren eigentlich nur was trinken. Also so richtig verpasst hast du nichts. Und was war jetzt anders als das Trinken mit uns? Ja, dass er einfach sich nicht so, ich will nicht behindert sagen, aber dass er sich halt einfach nicht so anstellt und nicht nur so komische Sachen daher redet. Ich glaube, er will einfach den großen Macker raussehen lassen, wenn irgendjemand dabei ist. Ja, das macht das halt gut. Damit niemand weiß, was er für ein lieber Typ ist. Guten Morgen. Gute Nacht.